Hallöchen und herzlich willkommen im Muttersprachpodcast, dem Podcast, der Mutterherzen eine Stimme gibt. Heute mache ich eine Folge, die ich so noch nie gemacht habe, die aber echt ultra überfällig ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht mache, macht es niemand. Also lehn dich zurück oder auch nicht, lausch einfach meinen Worten und lass sie direkt in dein Herz fließen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mama. Krass, oder? Krasse Zeit. Ein Jahr. Seit einem Jahr schaffst du Unmenschliches. Seit einem Jahr wuppst du alles. Und ich wünschte mir, du müsstest es nicht tun. Seit einem Jahr gehst du an deine Grenzen und meistens darüber hinaus. Und ich wünschte, du müsstest es nicht tun. Seit einem Jahr versuchst du deinen Kindern ein heiles Zuhause zu machen, obwohl du dir selber so unfassbar viele Sorgen machst. Und ich wünschte, du müsstest es nicht tun. Ich sehe, dass dir mehr und mehr die Kräfte schwinden. Ich sehe, dass du mehr und mehr keine Lust mehr hast. Ich sehe, dass deine Sorgen immer größer werden. Und ich sehe, dass du nicht mehr kannst. Ich sehe, dass du versuchst zu lächeln. Und ich höre, wie du sagst, ich möchte mich nicht beschweren. Ich höre, wenn du sagst, ich bin ja privilegiert, anderen geht's noch schlechter. Ich höre, wie du deine Freundinnen tröstest und selbst eigentlich weinen möchtest. Ich sehe dich. Und es ist kein Spaß. Schau dich mal um, da wo du gerade bist. Und dann fühl mal, wie du dich gerade fühlst. Und du musst nichts beschönigen. Du darfst zu dem stehen, was du gerade fühlst. Und du darfst alles komplett scheiße finden. Du darfst traurig sein. Und deine Kinder dürfen dich sehen, wie du bist. Weil du weißt, dass es wieder anders wird. Und wenn du es gerade nicht weißt, sage ich dir, es wird wieder anders. Es wird aufhören. Wichtig ist, dass du bis dahin durchhältst. Wichtig ist, dass du bis dahin laut bist. Wichtig ist, dass du bis dahin ehrlich zu dir bist. Wichtig ist, dass du deine Gefühle und deine Empfindungen nicht mehr unterdrückst. Du darfst sein, wie du bist. Gerade jetzt ist kein Platz mehr für Perfektion. Alles Aufgestaute, alles, was du versuchst zu unterdrücken, kommt auf eine andere Art wieder raus. Und diese Art wollen wir nicht. Steh zu dir. Such dir Hilfe. Sprich es an. Sei ehrlich, lass die Maske fallen, es ist okay. Was von uns erwartet wird bisher, ist so hart. Es ist so viel. Und ich sehe dich.
Schau mal dein Kind an. Schau es dir an. Du schaffst es gerade, deinem Kind in dieser Zeit ein heiles Zuhause zu ermöglichen. Du schaffst es. Du hast es gemacht seit einem Jahr. Und ich höre, dass du unfassbar streng zu dir bist. Ich höre, dass du sehr hart zu dir bist. Ich höre, dass du gerade nicht die bist, die du sein möchtest. Und das ist okay. Lass deine Ansprüche los. Lass die Perfektion los. Es ist gerade nicht die Zeit, noch mehr von dir zu erwarten. Vielleicht warst du in letzter Zeit nicht die Mama, die du sein wolltest. Aber du warst die beste Mama, die du sein konntest. Und dein Kind dankt es dir. Schau es dir an. Sie schaffen es in dieser Zeit trotzdem, im Hier und Jetzt zu leben. Sie schaffen es in dieser Zeit trotzdem, Leichtigkeit zu fühlen. Dank dir. Seh dich. Wie geht's dir? Es ist so unfassbar wichtig, dass du die Verbindung zu dir nicht verlierst. Was macht dir gerade Freude? Weißt du das noch? Weißt du noch, wie sich Leichtigkeit anfühlt? Was macht dir jetzt Freude? Was würde dir jetzt Freude bereiten? Kannst du rausgehen und spazieren gehen? Kannst du tanzen gemeinsam mit deinen Kindern? Kannst du einen Vormittag, Nachmittag, Abend Kino vorbereiten? Kannst du dir ein Stück Schokolade schenken? Oder die Yoga-Session, die du schon so lange aufschiebst? Was kannst du jetzt gerade für dich tun? Kannst du ein Glas Wasser trinken? Kannst du dich einfach zu deinen Kindern am Boden setzen und ihnen beim Spielen zuschauen? Was kannst du dir jetzt schenken? Was sagt dein Herz? Es ist so fast so wichtig, dass du darauf achtest, was du fühlst und was du brauchst. Wir wissen nicht, wann es aufhört, aber es ist wichtig, dass es dich bis dahin noch gibt. Dass du bis dahin durchhalten kannst. Es ist jetzt nicht die Zeit für Eitelkeiten. Es ist nicht die Zeit, um irgendwelche Leute zu beeindrucken, die wir eh nicht leiden können. Jetzt ist die Zeit, uns den Alltag so leicht wie nur möglich zu gestalten. Macht die Tiefkühlpizza. Bestellt euch was zu essen. Macht euch leckere Snacks. Macht ein Picknick im Kinderzimmer. Mach's dir leicht, so leicht wie es nur geht. Sei auch auf der Arbeit ehrlich. Steh zu dir. Hab keine Angst. Und wenn du gerade eine Entscheidung hast, von der du weißt, was wichtig wäre für dich, aber Angst hast, vertrau mir. Folge deinem Herzen. Es gibt für alles eine Lösung. Aber die Lösung ist niemals, dass du noch mehr über dich drüber steigst. Die Lösung ist niemals, dass du noch mehr Last trägst. Hol dir Hilfe. Hol dir Unterstützung. Gönn dir die Dinge, die dir Spaß machen. Mach Unproduktives. Male, lache, tanze. Schau dir irgendeinen super lustigen Film an. Gönn dir Leichtigkeit. Versuch nicht aus deinem Alltag zu fliehen. Achte drauf, was du gerade im Alltag machst und was dir Energie raubt. Ich weiß, dass es unfassbar schwer ist, aber mach das, was dir wirklich gut tut. Das, was wirklich dein Herz sagt. Auch wenn es erstmal eine Sache ist, die dir vielleicht schwer fällt, die etwas von dir abverlangt, wo dein innerer Schweinehund laut schreit, wo du das Gefühl hast, nicht noch mehr. Es ist so wichtig, dass es dir gut geht. Es ist so wichtig, dass du jetzt die Sachen machst, die du brauchst. Du darfst ehrlich mit deinen Kindern sein. Sie spüren, wie es dir geht. Du darfst weinen. Es ist so unfassbar wichtig, dass unsere Kinder mit Menschen aufwachsen, dass sie wissen, dass Mamas keine Superheldinnen sind, die alles schaffen und perfekt sind. Es ist so wichtig, dass sie dich sehen mit allem, was du bist und dass sie deine Zuversicht sehen. Dass sie sehen, dass auch wenn man traurig ist,
es danach weitergeht. Dass sie sehen, dass es okay ist, dass nach Regen auch wieder Sonnenschein kommt. Zeig dich, sei mutig. Du darfst alles fühlen, was du gerade fühlst. Ihr Lieben, das war jetzt eine komplett andere Folge. Aber ich habe das Gefühl, dass es gerade so unfassbar wichtig ist, dass ihr wisst, dass es okay ist, wie ihr gerade fühlt. Und dass es okay ist, dass man absolut ausgebrannt ist. Und dass es okay ist, dass wir uns jetzt miteinander verbinden, dass wir ehrlich zueinander sind. Schick die Folge gerne auch Freundinnen, von denen du weißt, dass es ihnen schwerfällt, zu ihren Gefühlen zu stehen und dass sie sich vielleicht gerade so fühlen, als würden sie scheitern. Aber sie tun es nicht. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn wir uns auf Instagram wieder treffen und ihr mir auf meinem letzten Post schreibt, wie es euch gerade geht, was euch gerade hilft, was euch vielleicht ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat und was eine Träne, dass wir uns einfach ehrlich miteinander verbinden können und gut durch diese Zeit kommen. Ich drücke dich unfassbar. Ich lasse hier in meiner Bio oder in dem, ich weiß gar nicht, wie es unten heißt, in der Beschreibung auf jeden Fall noch ein paar Telefonnummern. Wenn du Hilfe brauchst und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, ruf da an. Wenn du mir schreiben möchtest, mach das. Es ist jetzt so wichtig, dass wir zusammenhalten. Es ist so wichtig, dass wir gerade ein nettes Wort füreinander haben. Wir wissen gerade nicht, wie es den Leuten alleine zu Hause geht. Und ein nettes Wort und ein Lächeln tut so unglaublich gut in der jetzigen Zeit. Ich drücke dich von ganzem Herzen und hoffe, dass du einen guten Tag hast. Keinen Tag, ich springe rum und bin vielleicht die bestgelaunteste und wenn schon, dann ist es ja wunderbar, sondern einfach einen guten Tag. Auch mit Tränen, auch mit Frust kann dein Tag gut sein. Mach's gut.